So, hey Leute und herzlich willkommen bei einem kleinen neuen Video. Und zwar, wie ihr es schon im Titel sehen könnt, geschweige denn auch schon beim Thumbnail bestimmt, seht ihr, ich habe jetzt das erste größere Objekt gedruckt mit meinem MK3S. Ich habe ja vorher nur mal euch so klitzekleine Sachen gezeigt. Oder auch Standardsachen eher gesagt, die so auf der SD-Karte waren. Und jetzt dachte ich, komm, machst du mal gerade noch ein Video, bevor es bei mir ein bisschen drunter und drüber geht. Machst du noch gerade das Video fertig, wo ich von Malix Design habe ich ein Modell gekauft und zwar den Leonidas. Also ich habe bei dem sehr, sehr viele Modelle gekauft. Und jetzt bin ich gerade dabei, den Leonidas oder habe den Leonidas eher ja fertig gedruckt und bin jetzt gerade dabei, die Alien Brutmutter von Alien vs. Predator zu drucken. Das Ding ist hoch. Kann ich euch auch sagen. Also ich habe Originalgröße gelassen, ich habe nichts geändert. Der passt dann super in den MK3S. Ich bin sogar so weit. Leider hatte ja mein Photon einen Defekt, würde ich sagen. Und daher musste ich leider im Endeffekt, hätte ich gern ein paar Sachen lieber in dem Photon gedruckt. Wie zum Beispiel, bin ich ehrlich. Ah, obwohl. Das Schwert können wir uns gleich mal anschauen. Also ich hätte gern die Lanze auf jeden Fall dort drin gedruckt und vielleicht sogar den Helm, weil das hätte reingepasst. Im Endeffekt, wie wenn ich so sehe, die Teile habe ich dann nicht mehr zerschnitten, nichts. Ich habe sie so gelassen. Hätte man im Photon rein theoretisch von der Größe drucken können. Die Arme, der Oberkörper, den Hals, den Kopf, das Schild, das Schwert, den Speer. Sogar rein theoretisch. Lasst mich kurz lügen. Boah, ganz knapp mit viel Glück und Spucke, vielleicht sogar noch den Unterkörper. Und insgesamt ist er aber, ich glaube, 27 cm oder so waren das. Lasst mich lügen, 28 in halb, 28 in halb, 29 hoch. Richtig schönes Modell, größer muss es auch gar nicht sein, weil ansonsten weiß man eh nicht, wohin damit. Es könnte eher sogar noch ein bisschen kleiner, obwohl ich finde in der Originalgröße. Na, macht es schon was her. Es ist sehr geil, es ist sehr detailliert. Ich habe extra noch nichts bearbeitet. Ich wollte das im Rohzustand euch einmal zeigen. Der ist nicht zusammengeklebt, der wurde nur durch mein Blu-Tack zusammengeklebt, mehr oder weniger. Um euch das Ganze einmal so ein ganz zu zeigen. Beispiel die Platte an sich, die habe ich mit einem Filament gedruckt von Gitech in dem Marmor. Komplett, das bleibt auch so. Ich werde das auch nicht mehr verändern. Ich werde höchstens noch dieses kleine Schildchen hier vorne, was ihr hier unten sehen könnt, werde ich noch bemalen. Ansonsten soll das eigentlich so fast bleiben, weil ich finde, die macht irgendwie was her, einfach komplett in der Farbe. Der ganze Soldat an sich wird noch komplett geändert. Da hätte ich gerne alles so, menschenmäßige, hätte ich gerne in dem Bronze gehabt von vieler Farm, aber leider. Ja, was soll ich sagen? Ist mir das ausgegangen mittendrin. Ne? Und dann musste ich in Schwarz halt weiterdrucken, weil sonst hätte ich gerne in Schwarz wirklich nur den Speer, das Schwert, das Schild und den Umhang gehabt. Ich komme jetzt mal zu den ganzen kleinen Sachen noch drauf zu, was da so passiert ist. Hier muss man vorher aufpassen, nicht, dass man den hier vorher zusammenklebt und will ihn dann erst in die Hand geben. Das geht nicht, weil der wird genau hier an der Stelle, seht ihr, wird der zusammengeklebt dann und das heißt, der muss vorher da rein. Das heißt, wer den vorher bearbeiten will, muss den vorher zusammenkleben. Ich weiß gar nicht, was ich hier getan habe, ob ich den jetzt schon geklebt habe, aber ich glaube ja. So. Dann haben wir hier unser Schwert. Ich versuche mal fokussiert. Ja. Hat er echt klasse gemacht. Die Modelle sind sogar so weit schon positioniert an sich perfekt, dass sie so gedruckt werden können. Also der stand zum Beispiel einfach hier so auf dem Druckbett, so schräg, und den habe ich dann hochgedruckt. Ist super geworden. Auch das Schild oder auch der Kopf. Also man kann sich echt nicht. Nee, das lasse ich jetzt mal lieber. Ich versuche es mal anders einzufangen. Moment. So. Zum Beispiel das Schild, ja. Auch die Struktur davon hat er absolut super. Also ich habe das wirklich nicht gedreht, nicht irgendwas anderes gemacht. Der hat die Struktur, die das Modell generell schon hat, hat der Drucker dann übernommen, ja. Und das sieht man hier einfach, ja. Das ist sehr, sehr geil geworden. Auch hier oben an den
Ah, sieht man's? Moment. Am Helm, ja. Also die Struktur ist wirklich extrem geil, weil jedes Teil hat hier eine Struktur drinne, halt eine Strukturoberfläche gehabt. Hier unten sieht man ganz eindeutig, da war das so positioniert. Dann habe ich es halt, weil der Mantel ist halt ein bisschen doof. Der Mantel ist im Endeffekt, wie ihr sehen könnt, in drei Sachen geteilt worden. Fand ich nicht so gut. Gab es bessere Lösungen, wie Beispiel beim Batman-Mantel. Da war der in zwei Teile einfach und fertig. Hier ist das sehr tricky, das später zusammenzusetzen. Persönlich finde ich. Aber das Ganze muss noch verspachtelt werden. Dann wird es eh noch grundiert und so weiter alles. Bis es da aber so weit mal ist, Leute, vergeht noch lange, lange Zeit. Daher braucht ihr da schon mal gar nicht fragen, wann das fertig wird, wann ich es euch zeigen kann. Das wird noch lange dauern, leider. Ja, zum anderen, wie gesagt, hier ist halt, hier muss man sehr viel schleifen dann, weil da war das ganze Struktur drunter und auch innen drin ist noch Stützstruktur, weil der so eine kuriose Form hatte. Zwar eine realistische, aber eine sehr kuriose an sich, wie man sieht, hier wirklich alles andere hat der Drucker absolut anstandslos gemacht. Ihr habt gedruckt, falls die Frage aufkommt, mit S3D. Vorher mit dem Prusa-Slicer bin ich auch immer noch sehr zufrieden, weil der Prusa-Slicer kann halt bestimmte Sachen halt. Finde ich die S3D einfach nicht so toll hinkriegt, aber an sich habe ich jetzt eine super Einstellung für den, dass er halt das so raushaut. Und wie gesagt, im 3D-Druck muss man einfach ein bisschen mitarbeiten, ne? Ein bisschen nacharbeiten. Also ist nun mal so. Sei man hat jetzt einen Photon oder so, so wie ich jetzt auch, ja, der dann halt perfekt schon glatt und schön diese Sachen ausspuckt. Aber wie gesagt, geht halt nicht mit allen Teilen, weil eine bestimmte Größe packt halt der Foto nicht mehr. Da braucht man dann schon einen richtig großen Drucker und die kosten dann auch wieder sehr viel. Ich habe euch ja schon mal erzählt, ich möchte diesen Frozen haben. Der hat ja eine riesen Druckform, da würde dann so eine Figur easy im Ganzen reingehen. Kostet aber auch knapp fast 2000 das Teil. Ja, und bis ich das mir mal leisten kann über das YouTube-Geld. Ach, Leute, da vergehen ja noch Monde und Jahre. Von daher, guter Stichpunkt, falls euch das Ganze wie immer gefällt, ne, liken, teilen, kommentieren, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig bei meinem Kanal. Würde mich auch super freuen über neue Leute, die hier auch dran Spaß haben. Also immer gern weiterempfehlen und wenn ihr Bock habt und eine Sekunde Zeit habt, dann klickt auch mal auf die Werbung, denn dadurch geht ein klitzeklitzekleiner Teil an mich. Ja, und ansonsten, wie immer, wisst ihr, alles kommentieren, was euch hier so zu einfällt und mitmachen und untereinander austauschen, ist immer ganz wichtig. Und mittlerweile war das ja am Anfang sehr, sehr schleppend, da wurde immer nur ich angeschrieben, aber mittlerweile schreiben sie auch untereinander. Wie gesagt, immer höflich auch bleiben, nicht irgendwie Hetz reden oder sonst was, weil das wird von mir sowieso gelöscht oder ihr bekommt von mir direkt schon einen dummen Kommentar dann dahinter. Je nachdem, wie es mir gerade passt. Ja, super. Was ich noch zeigen wollte, klar, jetzt sagt der ein oder andere, ja gut, das schaffe ich ja mit meinem auch. Ja, weiß ich, ja, ist ja auch schön, ist ja auch klasse, dass du das mit deinem 100-Euro-Drucker auch schaffst. Freut mich ja auch, ne? Aber wie gesagt, ich bin halt hier jemand, der möchte nicht an seinem Drucker 24/7 rumbasteln und umbauten und was weiß ich machen und möchte auch nicht in der Zeitung lesen, China-Drucker ist mal wie wieder abgefackelt samt Haus. Ich weiß, da ärgere ich jetzt bestimmt den einen oder anderen mit diesem Spruch, aber wie gesagt, Leute, nehmt es mit Humor. Ihr wisst ganz genau, wie ich es meine. Wie heißt es? Muss ich auch sagen, hier, er hat auch Fehler eingebaut, natürlich. Wie man hier schon sieht, diese Kerbe des Todes, hat er entweder keinen Bock mehr gehabt, Filamentverstopfung gehabt, man weiß es noch nicht genau, was sein Problem war an diesem Tag. Ist mir aber auch egal gewesen, weil im Endeffekt jeder von uns, der sowas betreibt, kann ein bisschen mit irgendeiner Modelliermasse umgehen, denke ich. Macht die da rein, formt das ein bisschen schön klar. Jetzt sagt der eine oder andere, ja, aber die Struktur geht weg. Ja, gut, die Struktur geht eh leicht weg, sobald ihr anfangt mit Spritzspachtel zu arbeiten, weil ihr sagt, ihr wollt das ja wahrscheinlich noch bemalen und machen. Ja, ich finde zwar diese Idee mit diesen Strukturen total geil. Aber ich glaube, dann würde so eine Figur wirklich nur komplett funktionieren, wenn man ein MMU S2 hat, sprich fünf Materialien und dann müsste das Ding auch, ja, müsste dann das Teil auch immer einzeln dann auch durch die Farben gejagt werden. Sonst funktioniert es einfach nicht. Wenn hier, wie man hier überall sieht, diese feinen Strukturen sind super geil, gefällt mir auch. Aber die wirst du auf kurz oder lang durch Schleifen oder durch Spritzspachtel kaputt machen. Und da muss man halt schauen, ob man dann, ja, ich weiß nicht, ob man es dann ein bisschen anders macht, wie auch immer. Aber
Ich würde sagen, mit einem MMU würde das schon eher funktionieren, das Ganze. Aber schön, dass die Figur generell so ist. Und wie gesagt, sie macht es ja automatisch auf jeden Fall, wenn ihr es in den Photon setzt. Das heißt, ihr müsst halt so ein bisschen abwiegen, was ihr halt wollt, wohin es gehen soll und so weiter. Ne? Das wisst ihr aber. Dann habe ich aber noch, ich wollte euch jetzt noch zwei, drei Teile gerade mal zeigen zu der Alien-Mutter, die ich gerade am Drucken bin. Ich habe jetzt zurzeit erstmal den Schwanz gedruckt oder war dabei, den Schwanz zu drucken. Wie gesagt, die Sachen sind positioniert. Ihr müsst natürlich wirklich höllisch drauf aufpassen, wie ihr die Stützstruktur, also sprich das Ganze setzt. Ja, das ist höllisch wichtig, ja, weil sonst geht echt einiges schief. Hier haben wir zum Beispiel ein Teil, das wird so gedruckt. Boah. Ja, und selbst das Teil hat Strukturen. Das ist sehr geil. Das zeige ich euch jetzt mal. Ich hoffe, man kann es hier mal sehen drauf. Ich dachte erst, das wäre irgendwie eine Verstopfung gewesen oder das wäre, ich weiß nicht, so diese Bubbles etc. zu heiß geworden. Nein, das ist die Struktur von dem Modell gewesen und das war einfach mega geil. Und jetzt bin ich halt, also ich bin sehr zufrieden. Bis jetzt habe ich nicht einen Druck doppelt machen müssen. Stimmt nicht. Stopp, ich lüge. Eine muss ich neu machen und zwar, ich bin jetzt zur Zeit dran, den Körper zu drucken. Der dauert 33 Stunden. Nach 16 Stunden. Ja, wie ich morgens aufgewacht bin, habe ich gemerkt, dass er schon 3 cm in der Luft war. Lag daran, weil ich nicht aufgepasst habe, dass ich kein Filament mehr hatte. Und der ist dann einfach weitergelaufen, weil ich glaube, ich das mal ausgestellt hatte, weil da Probleme waren mit dem automatischen Erkennen beim Laden. Keine Ahnung, irgendwas habe ich da auf jeden Fall ausgestellt und ja, weil ich sagte, naja, gut, ich weiß ja immer, wie viel drauf ist. Ja, gut, in dem Fall wusste ich es nicht. Ist aber nicht schlimm gewesen, denn ich hatte eh gesehen, dass er zwei Fehler hatte, weil ich leider die Stützstruktur beschissen gesetzt hatte in S3D. Und jetzt habe ich das nochmal neu gemacht und jetzt versuchen wir nochmal die 32 bis 33 Stunden das Ding durchzujagen. Hier musste ich zum Beispiel das Teil leider einmal komplett durchschneiden, habe ich dann im Prusa-Slicer gemacht. Und das ist halt immer die Gefahr, wenn man das macht, leider, dass man hier dann spachteln muss im Endeffekt. Und das ist halt sehr schade und da muss man mit Schwarz drüber malen und dann, das ist immer ärgerlich, muss ich sagen. Also sowas mache ich überhaupt nicht gern, aber manchmal geht es einfach nicht anders. Aber man kann schon mal hier sehen, die Qualität. Ah, zieht er den Fokus falsch. Im Licht da so. Ist einfach wirklich atemberaubend. Also das kann man echt nicht sagen. Also ich bin über diesen Drucker mehr als zufrieden. Wie gesagt, der nächste Drucker wäre bei mir wahrscheinlich ein Zaribo, weil es im Endeffekt genau der gleiche ist, nur mit noch hochwertigeren Teilen. Und für mich wichtig, man kann noch höher drucken. Ist natürlich dann auch eine Kostenfrage, direkt eine noch. Die ist dann noch ein bisschen, ne? Dadurch kostet der Drucker direkt mal 200 € mehr oder 300. Aber wie gesagt, dadurch können wir höher drucken. Und das ist halt, wenn ich meinen wieder mal verkaufe, wird es der werden. Oder ich warte, sage ich euch direkt schon, ich warte auf den Cube von wie heißen sie denn jetzt? Prusa. Die wollen ja einen Würfel machen quasi mit 400 mal 400 mal 400. Und das ist schon übertrieben, finde ich. Also, wenn der kommt, werde ich wahrscheinlich gut. Dann werde ich wahrscheinlich meinen wegtun und den dafür kaufen, weil der wird so um die 1500 € wahrscheinlich kosten. Aber dann habt ihr wirklich einen Teil, wo ich sage, es gibt dann nichts, was ihr nicht drucken könnt. Klar, das wird ein Riesengerüst sein, wahrscheinlich so, wie ich die kenne. Oder sie versuchen es so klein und schmal und schmächtig zu halten, wie es geht. Ich weiß es noch nicht. Aber wenn der kommt, der wird auf jeden Fall weggehen wie warme Semmel. Das sage ich euch direkt schon. Und ich werde dann einer der sein, der da natürlich mit dabei ist. Und da kann ich nur auf eure Unterstützung hoffen, ein bisschen. Und ich sage mal, schreibt es mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Na, macht's gut, haut rein. Euer Murex.